Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 129: Die Magie der Muggel. Zweiter Teil. Am Montagmorgen, während des Frühstücks am Lehrertisch, klaffte eine Lücke zwischen Hermine und Harry. Beide schauten bekümmert auf den leeren Stuhl zwischen sich, bevor sie sich anblickten. Jeder schien mit den Augen zu fragen, ob der jeweils andere nicht mal bei Severus nach dem Rechten sehen wollte. »Ich werde bei Severus mal nach dem Rechten sehen«, sagte plötzlich Albus zu Minerva, die direkt neben Harry saß. Diese Aufgabe hatte ihnen jemand abgenommen, aber wie würde es für den Rest des Tages aussehen? »Ich mache mir Sorgen um meine Ausbildung«, sagte Hermine leise zu Harry. »Es ist nichts dagegen zu sagen, mal eine gewisse Urlaubszeit einzulegen. Aber unter diesen Umständen...« Die Umstände musste Hermine ihnen nicht erklären. Harry selbst war in seinem Leben schon häufig genug in Melancholie versunken. Nach Cedrics Tod, nach dem von Sirius, nach Albus' Tod und einige Male während des Krieges nach seinem Schulabschluss. Immer hatte er Freunde um sich herum gehabt, die ihm in dieser schweren Zeit geholfen hatten. Severus hingegen stieß alle Menschen von sich, die sich ihm nähern wollten. Aber Albus könnte er nicht so leicht verbieten, ihn zu besuchen. »Heute früh war ich mit seinem Hund aus«, erklärte Harry. »Seine Näpfe im Wohnzimmer waren leer. Nicht einmal Wasser war drin. Ich musste ihn füttern. Severus hat sich nicht darum gekümmert.« Daraufhin machte sich eine nachdenkliche Miene in Hermines Gesicht breit. Die Posteulen lenkten ab, denn sie kamen gerade durch ein paar Löcher im Dach geflogen und brachten den Schülern und Lehrern Briefe und Pakete. Harry staunte, als eine Eule nicht nur vor Hermine, sondern auch sichtlich abgekämpft vor ihm landete. »Ich dachte, deine Post wird von den Elfen abgefangen«, fragte sie erstaunt. Harry hob und senkte einmal die Schultern und versuchte zu erklären. »Scheint nichts Gefährliches zu sein.« In der Tat handelte es sich nämlich um etwas sehr Erfreuliches. Eine Postkarte aus Hawaii. Mit einer schönen Handschrift hatte Sirius in wenigen Sätzen bildhaft geschildert, wie schön seine Flitterwochen mit Anne wären und dass sie am Montagabend zurückkehren würden. Hermine las ihre Postkarte und lächelte dabei selig. »Auch von Anne und Sirius?«, wollte Harry wissen. Sie nickte. »Ist wie in der Muggelwelt. Man schreibt eine Postkarte aus dem Urlaub und kann von Glück sagen, wenn sie noch beim Empfänger ankommt, bevor man längst wieder im Lande ist. Sirius und Anne kommen doch heute Abend zurück, oder hast du das schon vergessen?« Harry betrachtete die braune Eule mit den schwarzen Tupfen, die noch immer schwer atmend auf dem Tisch hockte. »Du armes Ding«, sagte er übertrieben mitleidig zu dem Tier. »Den ganzen Weg bist du aber nicht durchgeflogen, oder?« Er reichte ihr ein wenig Toastbrot und empfahl im Anschluss, »Flieg ruhig in die Eulerei, da kannst du fressen und trinken und etwas schlafen.« Die Eule blinzelte ihm mit nur einem Auge zu, was Harry zum Lächeln brachte, bevor sie sich auf den Weg machte, um sich etwas auszuruhen. Während Harry nun seinen Unterricht führte, verbrachte Hermine den Vormittag auf ihrem Zimmer mit Lesen. Kapitel 10 von Helfende Hände kannte sie schon fast auswendig, aber ihr wollte einfach kein Licht aufgehen, sodass sie versuchte, sich an die Stelle zu erinnern, die Severus aus den vielen Büchern herausgeschrieben hatte. Wenn Severus etwas suchen würde, das er reparieren wollte, und weil Kapitel 10 von den Möglichkeiten handelte, unter anderem Gefühle zu bewahren, dann musste es so sein, dachte Hermine, dass Severus nur noch einen Teil suchte.
den fehlenden Rest von dem, was er sich bewahrt hatte, seit 20 Jahren jedoch unvollständig war. Das wäre zumindest eine mögliche Erklärung dafür, dass er zwar meist gefühlsarm, aber nicht völlig seelenlos war. In ihrem Kopf begann sie wie wild zu spekulieren. Doch Ernüchterung machte sich sehr schnell wieder breit, denn wie bei allen anderen Theorien baute auch diese nur auf Vermutungen auf. Sie hatte keinen einzigen Anhaltspunkt, der nicht ihrem eigenen Geist entsprungen war. Seufzend legte sie das auf ihrem Schoß ruhende Buch auf den Tisch und griff sich ihren Kniesel, um ihn zu kraulen, ob er wollte oder nicht. Sie hatte Harry nach dem Frühstück nicht mehr gesehen und wusste auch nicht, ob Severus unterrichten würde, doch sie ging davon aus. Vor dem Mittagessen würde sie noch mit dem Hund herausgehen und Harry hatte versprochen, er würde sich abends noch einmal um das Tier kümmern. Um 11:30 machte sich Hermine auf in die Kerker. Fellini begleitete sie. Es war nicht ungewöhnlich, dass Salazar sie verachtend anblickte, ehe jedoch trotzdem öffnete. Damit, dass sie Severus in Hemd und Hose auf der Couch liegend erblicken würde, hatte sie nicht gerechnet. »Severus!« fragte sie, ohne ihre Stimme zu drosseln. Er musste geschlafen oder zumindest gedöst haben, denn er schreckte kurz auf und als er sie erblickte, legte er sich ohne ein Wort wieder den Arm über die Augen. »Oh, Ihnen auch einen guten Tag«, sagte sie spottend in den Raum hinein, doch er rührte sich nicht. »Mein Wochenende war sehr schön, danke der Nachfrage.« Sie konnte es sich nicht verkneifen, eine einseitige Unterhaltung zu führen und damit jene Gespräche zu parodieren, die sie sonst täglich mit ihm geführt hatte. Wahrscheinlich, nur höflichkeitshalber, hatte er an einem Montag sehr häufig gefragt, wie sie ihr Wochenende verlebt hatte, wenn sie es mal nicht zusammen verbracht hatten. Ohne dass er seine Frage stellen musste, antwortete sie bereits. »Ich war mit Gin, Ron und Harry in den drei Besen essen«, informierte sie ihn, während sie den Hund tätschelte. »Wir haben uns mit Remus über die beiden Männer unterhalten, die Harry in Hogsmeade sehen konnte. Wir denken nicht, dass es Todesser waren, sondern eher Leute von Hopkins«, erzählte sie und leinte derweil den Hund an. Sie blieb noch einen Moment in seinem Wohnzimmer stehen und betrachtete ihn, bevor sie schilderte. »Ich war abends noch bei meinen Eltern und habe ihnen den Farbtrank gegeben. Die Resultate waren umwerfend, das hätten sie sehen müssen.« Sein Desinteresse ärgerte sie, denn er war früher genauso angetan von ihrem Farbtrank wie sie selbst. »Bei Arabella ist ja erst etwas geschehen, als sie meinen Stab gehalten hatte. Aber bei meinen Eltern konnte man schon ohne etwas Farbe sehen«, schilderte sie enthusiastisch. Doch auch von dieser Kunde ließ er sich nicht dazu bewegen, etwas zum Thema zu sagen. »Als sie meinen Stab gehalten haben, da konnte man Farben viel deutlicher erkennen. Bei meinem Vater war es die Farbe blau und bei meiner Mutter braun. Es glimmte direkt über ihren Herzen, aber es hat sich nur sehr träge bewegt.« Mit einem Male machte sich ein ungutes Gefühl in Hermine breit, denn seine Teilnahmslosigkeit bereitete ihr große Sorge. Er verhielt sich ganz und gar nicht normal. Was während des Kusses ihrer Eltern geschehen war, erzählte sie nicht, denn das fand sie momentan unangemessen. Als sie das eine Mal absichtlich gedroht hatte, ihn ins Mungos einzuweisen, da war er von einer Sekunde zur anderen wieder der Alte gewesen. Vielleicht sollte sie ihn ärgern und sein gleichgültiges Ich wachrütteln, überlegte sie. Noch immer hatte sich Severus nicht mit einem einzigen Laut geäußert, so dass Hermine betrübt zum Hund hinüberschaute, der schon erwartungsvoll in Richtung Tür blickte, und da sagte sie: »Wissen Sie, Severus, vielleicht sollte ich besser Sie anleinen und nach draußen zerren.« Auch darauf erhielt sie keine Reaktion, so dass sie enttäuscht die Lippen zusammenkniff und bereits zur Tür ging. Die ganze Zeit über hatte Severus auf der Couch gelegen und Hermines Worten gelauscht. Ihre Stimme wirkte auf ihn wie Baldrian, doch er wollte sich nicht mit ihr unterhalten. Es reichte ihm völlig, ihre Schilderungen zu hören. Doch als sie sagte, sie wollte ihn anleinen,
Da kämpfte er mit sich und überlegte, ob er sie für diese Unverschämtheit tadeln sollte. In dem Moment, als er sich dazu entschlossen hatte, sich aufzurichten und sie auf ihr ungehöriges Benehmen hin anzusprechen, da sah er nur noch, wie seine Tür von außen geschlossen wurde. Der Hund zerrte sie in die Nähe der Gewächshäuser und Hermine nutzte die Gelegenheit, in Gewächshaus Nummer 4 zu blicken, während Fellini einen anderen Weg einschlug. Hermine wollte nachsehen, wie gut die Orchideen gewachsen waren, die Pomona auf Anfrage von Severus angepflanzt hatte. Kaum hatte sie den warmen Raum betreten, da wurde sie nicht nur vom Anblick der Pflanzen überwältigt, sondern auch von dem süßen Duft, den sie verströmten. Überall sprossen Gänseblümchen, Veilchen und viel wunderbar riechende Orchideen aus der Erde. »Hallo, Hermine«, sagte unerwartet eine Stimme, weswegen sie erschrak. Sie drehte sich um und sah Neville, der sich mit seiner grünen Schürze farbig kaum von den vielen Pflanzen hier drinnen abhob. Er rührte gerade etwas in einem Topf an. Ihn zu sehen freute sie und so grüßte sie zurück. »Hallo, Neville«. Es verwunderte sie, ihn hier anzutreffen, weswegen sie wissen wollte. »Du arbeitest allein?« »Ja, sicher. Pomona stößt immer erst nach dem Unterricht hinzu. Ansonsten habe ich meine Aufgaben und Projekte, um die ich mich kümmere.« Antwortete er, bevor er den Holzlöffel beiseite legte und die angerührte Flüssigkeit mit Hilfe einer Tasse entnahm und auf den Boden goss, aus welchem die Orchideen sprossen. »Was ist das?« fragte Hermine neugierig. Stolz lächelnd erklärte er. »Ein Düngemittel für Orchideen, das ich selbst entwickelt habe. Es erhöht den Wachstum enorm, aber in den Pflanzen sammeln sich keinerlei Rückstände davon, wie bei üblichen Düngemitteln.« Nachdem er mit seiner Arbeit fertig war, fragte er. »Bist du wegen der Orchideen hier? Du kannst Snape sagen, dass sie noch vor Weihnachten herangewachsen sein werden.« Nickend nahm Hermine diese Information zur Kenntnis. »Ist das Snapes Hund?« wollte Neville wissen, während er das weiße Tier beobachtete. Weil Hermine immer nur nickte, sagte Neville. »Ich habe gehört, er hätte den Hund im verbundenen Wald gefunden. Er erstaunt mich ehrlich gesagt, dass er ihn mitgenommen hat.« »Er hatte wohl vor, ihn Draco zu schenken, aber der wollte ihn nicht haben«, erklärte Hermine. Mit seiner Arbeit fuhr Neville jetzt nebenbei fort, während Hermine die Pflanzen betrachtete. »Dein Kniesel kommt manchmal her«, sagte Neville lächelnd. Weil Hermine so einen ernsten Gesichtsausdruck machte, musste er herzlich lachen. »Ja, wirklich. Ich lasse ihn immer rein. Er legt sich meistens da drüben auf den Tisch.« Neville zeigte hinüber zu einem kleinen Tisch, auf welchem allerhand Utensilien rumstanden. Kleine Schaufeln, Blumentöpfe in jeder Größe und kleine Tütchen, die Samen von Pflanzen enthielten. Mittendrin lag eine zusammengelegte Decke, auf welcher viele schwarze Haare zu sehen waren. »Ihr habt ihm eine Decke hingelegt«, sagte sie verblüfft. »Er kommt ja fast jeden Tag. Ich denke, wir sind fester Bestandteil seines Rundgangs.« Scherzte Neville. Gleich darauf wollte er wissen. »Snape hat ihn dir geschenkt, richtig?« Mit summenden M-Lauten bestätigte sie seine Vermutung. Nun, mit einem Sack Erde hantierend, fragte Neville. »Und die Orchideen haben dir gefallen?« Stutzend fragte sie nach. »Welche Orchideen?« »Na, die Snape dir einmal überreicht hat«, stellte Neville klar. »Woher?« »Ich habe sie ihm geschnitten. Das war die falsche Lieferung von dem Händler. Du erinnerst dich?« »Oh, ja, sicher«, erwiderte sie. Doch sie hatte nicht damit gerechnet, dass Severus keinen Hehl daraus gemacht hatte, ihr Blumen zu schenken. Mit wenigen Worten schilderte Hermine, wie sie sich mit Severus ein wenig in den Haaren gehabt hatte und dass sie ihn mit Seegras beworfen hatte. »Mit Seegras? Du bist doch mutiger, als ich dachte«, sagte Neville lachend. »Gryffindor, in dem Haus waren wir beide nicht umsonst«, erwiderte sie amüsiert. Ein Geistesblitz ließ Hermine auf einmal schüchtern fragen. »Sag mal, wenn ich dir Samen und Erde gebe, würdest du etwas für mich ziehen? Nicht viel, nur...«
Erde haben wir genug, Hermine. Was soll's denn sein? Ich frage nur, weil sich nicht alle Pflanzen untereinander verstehen. Die Alraunen haben zum Beispiel etwas gegen Kreisspeiser und umgekehrt. Erklärte Neville. Ich... druckste Hermine herum. Ich werde mich noch ein wenig schlau machen und dann kann ich's dir genau sagen, okay? Du bist jederzeit willkommen, Hermine. Am Nachmittag wartete Hermine im Labor auf Severus und sie vertrieb sich die Zeit mit den Notizen ihrer vergangenen Experimente und schrieb auch einen Brief an Anne, in welchem sie ihr Anliegen erklärte, um Sirius' Frau für einen Test zu gewinnen. Severus hatte sich noch immer nicht blicken lassen, doch Hermine war so beschäftigt, dass es ihr erst auffiel, als ihr Magen knurrte und sie sich deshalb auf den Weg in die große Halle machte, um das Abendessen einzunehmen. »Hi, Harry«, grüßte Hermine. Nachdem Hermine sich gesetzt hatte, beugte er sich zu ihr und fragte leise, »Hast du ihn schon gesehen?« Sie verneinte, denn nach dem Spaziergang mit dem Hund war sie ihm nicht mehr über den Weg gelaufen. »Wann fangt ihr sonst immer nach eurer Arbeit an?«, wollte Harry wissen. »Gleich nach dem Unterricht, aber heute... er war bis eben nicht im Labor«, sagte sie besorgt. Abends saß Hermine mit einem dicken Buch auf ihrer Couch, doch sie konnte sich nicht auf den Text konzentrieren. Severus hatte sie heute im Labor warten lassen und gegen 22 Uhr war sie sich sicher gewesen, dass er nicht mehr kommen würde. Nicht einmal eine Nachricht hatte er ihr zukommen lassen. Sie seufzte und griff sich Fellini, dessen Ohren sie liebevoll knetete, bevor sie zu dem Tier sagte. »Kannst du nicht nachschauen, ob es ihm gut geht?« Der Kniesel schien sie verstanden zu haben, denn er sprang von ihrem Schoß hinunter und rannte zur Tür, wo er stehen blieb und sie auffordernd anblickte. Hermine erhob sich und öffnete ihre Zimmertür, sodass er ins Freie laufen konnte. Das schwarze Tier ließ sich auf seinem Weg nicht von einer kleinen Maus ablenken, die schnell Schutz in einer Ritterrüstung suchte. Lautlos huschte der Kater wie ein schwarzer Schatten die Treppen Stockwerk für Stockwerk hinauf, bis er ganz oben angelangt war. Durch die verwaisten Gänge laufend erspähte er eine offenstehende Tür, durch die er hindurchging. Am Ende des mit Fackeln beleuchteten Raumes stand eine weitere Tür offen und auch diese passierte er ohne Mühe. Fellini fand den Mann, der ihn gekauft hatte, und er stand direkt vor einem Spiegel. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.